Stand. Sind die nicht gut? Steht hier drauf. Die sind von Turbo Sound. Die sind gut. Die haben den Turbo Sound. Hey, klasse. War das gut, den Herrn anzubeten? Ich liebe es. Immer wieder. Vor allen Dingen, wenn dann so gute Musik noch dabei ist. Einige von euch kenne ich schon von Rumänien und davor und danach. Einige noch gar nicht. Ich habe mir gedacht, wir sind in so einem Freundeskreis. Das ist schon fast so ein bisschen was vertraute Umgebung. Und das ist eine gute Gelegenheit, so Authentizität, so persönlich zu werden, Authentizität zu leben. Und ich habe mir gedacht, ich mache mit euch heute, ich erzähle euch mal was ganz Persönliches. Ich mache mal Bekenntnis. Hat hiermit zu tun. Ich mache ein Bekenntnis. Ich habe eine Vorderradneurose. Ja, eine Vorderradneurose. Ich muss euch kurz erklären, wie das zustande gekommen ist, dass ich an die geraten bin. Das begann schon im Alter von etwa 8. Ich weiß nicht, wer sich erinnern mag. Ich bekam damals von meinen Eltern ein Bonanza-Rad geschenkt. Ja, wer kennt ein Bonanza-Rad? Zeig doch mal auf. Ja, noch ein paar Leute kennen das. Die haben irre hohe Lenker. Und hinten einen etwas breiteren Pneu, vorne einen etwas schmaleren Pneu. Das waren so die Chopper für Kinder. War cool. Und ich war stolz, wie Oskar so ein Bonanza-Rad zu fahren. Und weil die natürlich so ein bisschen grobstöllig sind, habe ich natürlich auch immer geglaubt, man könnte mit dem so richtig auch mal durchs Gelände fräsen. Und habe dann der Mutter durch den Gemüsegarten und was ich so alles hergab dafür. Und irgendwann bin ich dann durch den Wald damit, weil da konnte man so richtig schön über Stock und Stein. Und als ich dann einmal so über Stock und Stein bin, so einen Hochstart gemacht habe im Wald, habe ich leider das Vorderrad verloren. Und dann bin ich voll auf der Nase bzw. auf der Gabel gelandet. Natürlich war nicht ganz so lustig, so ohne Vorderrad dann wieder vorne aufzukommen. Habe ich gelernt, man sollte hier und da mal gucken, ob das noch fest sitzt. Mit 80. Gut. Später, als ich 15 war, zwei Räder haben mein Leben lang begeistert, habe ich Töffli gekauft. Töffli gekauft und dann natürlich immer selber geschraubt und gemacht, weil das war ja genauso interessant wie das Fahren, das Schraube. Und da sind wir dann mit den Kollegen irgendwann in eine Ferie gefahren mit den Töffli, weite Strecke, fast 100 Kilometer sind wir einen Weg gefahren mit den Dingern, dass die überhaupt gehalten haben. Und dann stehe ich da am Zielort, will gerade abpacken. Was fällt mir von meinem Töffli ab? Das Vorderrad. Da stehe ich da mit meinem Töffli aufgepackt und das Vorderrad liegt daneben. Das wurde dann aber die Ferie so schlimm nachher mit dem Sachenabfalle, dass sie mir so ein Schild hinten dran gehängt hatte. Vorsicht, Schraubeschlag. Hat ein bisschen was mit Steinschlag zu tun, weil das hing nachher alles daneben. Also der Schutzblech und der Gepäckträger, alles war mit Draht festgemacht, als ich wieder nach Hause kam. Vorsicht, Schraubeschlag. Als ich dann mit 18 mir eine 400er gepostet habe, ja, was soll ich euch sagen, rutscht man in der Kurve aus, weil das Vorderrad leider auf Sand kam. War nicht gut, mit dem Vorderrad habe ich es nicht so. Ne, merkt das schon. Mit dem Vorderrad habe ich es nicht so. Und, ja, vor 8 Jahren fahre ich schön von Hutwil nach Langenthal. Welcher Pneu platzt mir bei 80 auf der Landstraße? Das Vorderrad. Und in Rumänien rutscht mir das Vorderrad danach auf dem Schotter aus. Ne? Da habt ihr noch hinter mir gesessen. Roger hat mich nach aus dem Dreck gezogen. Genau. Ich hab's einfach nicht mit dem Vorderrad. Das ist wie so eine roter Faden, der sich durchs Leben zieht. Vor ein paar Jahren hatte Freund oder Bekannter von mir den großen Fliege gemacht. Ich glaube, so heißt es. Der ist auf dem Nufenen viel zu schnell gefahren, viel zu schnell gefahren und dann leider über die Kippe gegangen. Und der kam nachher so schnell im Himmel an, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die haben sich da oben richtig erschrocken, wo der jetzt plötzlich herkommt wahrscheinlich.
Ja, sofort tot natürlich, wenn du ein paar hundert Meter stürzt mit deinem Bock dann, ne? Das hätt nicht. Was glaubt ihr, was ich die Tage danach für Albträume gehabt habe? Dass ich auf dem Lufene fahre und mir das Vorderrad platzt. Ist es klar, weil wenn bei mir was kaputt geht oder nicht hält, ist es das Vorderrad. Also seitdem habe ich einen riesen Respekt davor, irgendwo auf den Pässen zu fahren. Und ich kontrolliere auch immer schön den Reifendruck und ob das auch alles fest ist am Vorderrad. Und das andere ist nicht ganz so wichtig. Das sehen wir denn morgen, genau. Das sehen wir denn morgen. Und ich habe mir gedacht, es gibt sowas wie diese roten Linien durchs Leben. Es gibt sowas wie diese roten Linien durchs Leben. Ich habe einen Freund, der ist noch vor ein paar Tage bei mir gewesen und hat mir so seine Lebenslinie erzählt. Und sagte, ich kann machen, was ich will, ich komme auf den Job nicht klar. Also jetzt, der ist 50 oder über 50. Sagt er, egal was ich anfasse, es geht daneben. Es ist zum Verrücktwerden. Jetzt hat er einen Job gerade, der ist richtig glücklich und es klappt und wunderbar, ist super alles. Und jetzt wird seine Stelle wegrationalisiert. Er kann machen, was er will. Irgendwie, da ist ein roter Faden. Und der träumt jetzt auch nachts davon. Hat Albträume. Ich kann doch machen, was ich will. Ich kann einen Job annehmen, den ich will. Es geht daneben. Wieder so ein roter Lebensfaden. Und ich glaube, es hat so jeder etwas von uns, was ihm Albträume bereiten kann. So Albträume wie wir, dass ich dann träume, ich fahre da selber über die Pässe und mir platzt das Vorderrad mittendrin. Was ist das bei dir, was die Kraft hat, dir die Albträume zu bereiten? Familie, Kinder, Ehe, Job, Dörffahrer? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das eigentlich in jedem sowas drin sitzt. Vor allen Dingen in unserem Alter. Wenn ich jetzt zu Teenies reden würde, wäre das anders vielleicht. Aber in unserem Alter haben wir schon genug mitgemacht, dass das schon was ankommen ist irgendwo. Und ich habe eine gute Botschaft für euch. Ich möchte euch sagen, Gott möchte, dass dein Leben gelingt. Wow. Trotzdem alle. Ich glaube, dass Gott möchte, dass dein Leben gelingt. Er hat nicht dein Unglück im Sinn. Er hat nicht dein Pech im Sinn oder dein Misslingen. Aber er hat Gutes im Sinn. Grundsätzlich. Er hat gute Gedanken zu dir und deinem Leben. Natürlich gibt es Dinge, die können geschehen. Zwangsläufig. Es kann passieren. Es hat eine Ursache. Ich habe eine ganz alte Legende aus Norwegen, ihr könnt sie im Internet wahrscheinlich googeln, vom heiligen Hakon mal gefunden. Ein norwegischer Emerit hat sich zurückgezogen in eine Hütte und hat entdecken dürfen, wie in allen schlechten Gott einen Plan hat. Wie trotzdem, dass es im ersten oder zweiten Moment vielleicht schlecht aussieht, da etwas dran ist, was Gott sich gedacht hat auch. Und manchmal ist das so bei uns im Leben auch, dass Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten, weil Gottes Plan größer ist und weil wir es nicht verstehen können und weil wir es auch nicht nachvollziehen können, aber es kommt zu seinem End, nicht zu unserem End. Und es kommen, das ist der zweite Punkt, Probleme in unser Leben, weil wir uns nicht leiten lassen wollen von Gott. Die berühmteste Geschichte von dem Mann, der sich nicht leiten lassen will, ist Jona. Wenn man nicht abliest vom Manuskript, dann kommt sowas da raus, ich kann es auch gleich weglesen. Jona war jemand, er hat natürlich das Gegenteil bewusst getan, aber wie oft tun wir einfach nicht das, was Gott möchte, weil wir einfach das gar nicht sehen, was er will. Das ist ja viel häufiger. Wir machen einfach, wie weil wir machen, ohne eigentlich uns drum zu kehren, was Gott eigentlich vorhat. Und dann kommt es auch manchmal nicht schlecht, also nicht gut, sondern schlecht. Dann funktioniert dann manchmal Dinge auch nicht. Und das sind so für mich die beiden Hauptpunkte, die ich beobachte immer wieder.
Der eine Punkt, dass Gottes Pläne größer sind als das, was wir sehen können. Und das zweite, dass wir einfach halsstarrig unser Ding machen und eigentlich uns nicht drum kehren, was Gott vorhat. Und deswegen gibt es manchmal Probleme. Und ich möchte euch heute Morgen sagen, Gott meint es eigentlich gut. In all dem, was wir so erleben. Er möchte es eigentlich schon gut. Und er verheißt denen das Gute, die sich leiten lassen. Die sich an seiner Hand führen lassen. Und für mich ist das der Hauptpunkt. Gott möchte, dass dein Leben gelingt. Grundsätzlich mal, als großen Kontext. Dazu muss er dich führen, leiten. Das ist natürlich die Frage, wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie kann man sich von Gott leiten lassen? Wie kann man an dieser Hand laufen und so ein Leben entwickeln, dass man wirklich wie sein Kind an seine Hand geht? Das ist nämlich wahnsinnig spannend, wisst ihr? Das ist ein richtig aufregendes Leben. Und ich möchte euch kurz erklären, wie ich das gelernt habe. Vielleicht gibt es euch eine Idee. Vielleicht gibt es euch eine Idee, wie es für euch gehen könnte. Ich habe irgendwann in der Bibel einen Text gefunden. Guck, schlagen wir mal auf, lese ich euch gerade vor. Bibelvers aus dem Kolosser. Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott, ohne in eurer Wachsamkeit dabei nachzulassen. Betet in Ausdauer, permanent oder kontinuierlich. Oder wie der Epheser, na, kleben die Seiten fest, sagt, immer und überall, Epheser 6, immer und überall, permanent beten. Als junger Christ habe ich dann überlegt, wie macht man das? Immer beten. Muss ich da jetzt von morgens bis abends wie so ein Mönch in der Zelle hocken und die Hände falten? Dann hat mir ein alter Mann gesagt, nein, hör auf mit dem Zeug. Das geht anders. Jesus wohnt ja in dir, also kannst du mit ihm reden, immer. Dann habe ich angefangen, unter dem Tag, permanent. Danke, Jesus, für das schöne Wetter, naja, heute nicht. Danke für das. Weil wenn ich nicht immer bitten kann, dann kann ich aber immer danken, weil da fällt mir immer was ein. Eine permanente Dankbarkeit unterm Tag. Gehst einkaufen, danke, dass ich Geld habe, einkaufen zu gehen, danke für die Leute, die ich treffe und. Es fällt immer irgendwas ein. Und das habe ich mal gemacht, ganz bewusst. Um 2-3 Wochen, wirklich so permanent, so innerlich, danke, danke Jesus, dass du das machst, wieder permanent dranbleiben. Und die sagen, der spinnt ja. Nein, es geht. Es geht. Das hat meine innere Beziehung zu Gott very close, also ganz eng gemacht. Weil ich habe dann angefangen, auch Dinge zu hören. Diese Dankbarkeit war mein Turbolader. Dieses innere, dankbare Beten war mein Turbolader, eine intensive Beziehung zu Gott zu entwickeln. Da heraus konnte ich dann nachher auch Dinge wahrnehmen. Weil der Draht da war, die Funkverbindung stand. Dieses innere Beten der Dankbarkeit war mein Turbolader, Gottes Leitung in meinem Leben zu finden, dass ich an seiner Hand laufen kann, mich von ihm führen lassen kann. Und ich möchte euch dazu Mut machen, dieses zu entwickeln, bei euch zu entdecken und zu entwickeln, diese innere Verbindung zu Jesus, dieses innere Wahrnehmen seines Redens und an dieser Hand von ihm laufen, sodass man dann auch weiß, hey, wisst ihr, Jesus sagt was zu deinem Alltag. Der sagt nicht nur die großen Dinge. Bei welchem Job soll ich mich bewerben? Welche Frau soll ich heiraten? Nein, er redet auch mit den kleinen Dingen. Wisst ihr, wie oft der mir sagt, ich soll eine andere Strecke fahren zur Arbeit? Und meistens ist Stau oder ein Unfall gewesen gerade. Gott leitet. Praktisch durch den Alltag. Und ich behaupte, der die kleinen Dinge hört, hört auch die großen Dinge. Und kann wie spüren,
das ist jetzt das Nächste. Gott hat was vor. Er bereitet was gerade. Ich möchte euch Mut machen, weil ich glaube, Gott möchte heute Morgen auch was machen bei dir. Ich möchte euch Mut machen, diese innere Verbindung aufzubauen und zu intensivieren und wirklich sich darin zu entwickeln. Diesen Gott, der dich an die Hand nehmen möchte, zu vertrauen und dieses Reden aufzunehmen und dann Schritte zu tun. Ich möchte euch Mut machen dazu. Ich meine, wir sind ja unter uns, Biker Family, Brüder und Schwestern im Geiste. Können wir doch ehrlich sein. Da haben wir alle Entwicklungsspielraum. Alle. Schließe ich mich selber sogar ein. Auch wenn ich euch viele Beispiele aus meinem Leben erzählen kann. Wir haben alle Entwicklungsspielraum da drin. Und ich wünsche es mir für uns alle, dass wir darin besser werden. Weil das ist ein Schlüssel. Ein zentraler Punkt. Seid ihr einverstanden? Können wir, ne? Ginge schon. Und ich würde mir jetzt wünschen, ich weiß nicht, ihr seid ja spontan, ihr seid ja eine super Truppe. Habt ihr irgendwie so ein Lobpreislied, wo wir innerlich so anfangen können, so einen Schritt zu gehen und zu singen? Ja. Jetzt so ein Dankbarkeit, inneres Lied. Und wir machen das dann ganz praktisch so. Wisst ihr, manchmal gibt es ja auch Lebensprobleme, die sind so groß, dass wir sagen, da stehe ich vor wie vor einem Berg. Ich stehe gerade vor der Eiger Nordwand und sehe nicht mehr, dass da drüber noch ein Himmel ist. Und trag das nicht allein. Wir sind nicht dazu da, alles allein durchzukämpfen. Wir sind dafür da, einander die Lasten zu tragen und einander im Geist zu dienen. Und das ist auch das, was wir praktisch machen wollen gleich. Wir wollen uns einander dienen und einander tragen. Und wir beten füreinander. Das heißt, wenn du jetzt etwas auf dem Herzen hast, wo du sagst, das ist jetzt so mein Gebirge, an dem ich nicht vorbeikomme gerade, wo ich auch nicht viel Licht am Himmel sehe noch, dann lass uns zusammen dafür beten. Ja, ein paar Leute könnt ihr mal gerade aufstehen. Specially Prayer Team. Ja, genau. Also, die werden ganz speziell, die sind berufen jetzt. So. Die sind berufen, für euch zu beten. Das sind unsere Cracks. Genau. Und wenn ihr jetzt beim Singen das Gefühl habt, ich würde gerne mal für mich beten lassen oder mich segnen lassen oder irgendwo Licht wiedersehen, dann geht jetzt gerade zu einem von denen eben mal hin im Lied, im Singen und sagt, komm, leg mir mal gerade die Hand auf und bet für mich. Oder ich habe da ein Problem, bet das mal gerade weg. Ja, machen wir das so. Also, wir singen jetzt zusammen ein Lobpreislied, um dieses innere Reden Gottes anzuturnen. Und währenddessen könnt ihr dann zu denen gehen und könnt sagen, hey, pray for me. Bete für euch jetzt gerade. Ja. Herzliche Stimme.